Ich war eigentlich so ein ganz typischer, der eher auf dem Sitz, auf dem Stuhl sitzt und vor seinem Computer. Ich habe mich auch nicht sonderlich gern bewegt. Aber so die letzten Jahre habe ich das schon gemerkt. Der Stress, der Druck, Meetings, das war einfach Zeit, was Neues zu machen. Der Traum vom eigenen Hof. Alex und Elvira haben sich ein 230 Jahre altes Bauernhaus im Schwarzwald gekauft. Rickenbach liegt an der Grenze zur Schweiz. Hier wollen beide als Bauern leben und wir werden sie ein Jahr lang begleiten. Alex ist 40 und zum ersten Mal Bauer. Absoluter Newcomer. Die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, die in der Landwirtschaft arbeiten, haben mir gesagt, das Beste ist, anzufangen und durch den Alltag zu lernen. 4 Kühe, 5 Hühner, ein Hahn, 3 Katzen und Hund Timmy gehören zur Hofgemeinschaft. Es soll eine Investition in die Zukunft sein. Wir haben 240.000 Euro bezahlt für die ganze Fläche. Also muss man sich vorstellen, ein Riesenhaus. Ausbaufähig, einen wunderschönen Garten, einen wahnsinns Alpenblick kostenlos mit drin und 12 Hektar Land und 4 Quellen, die durchs Grundstück fließen, die wir auch noch nutzen dürfen, weil wir Kühe haben. Ja, und für 240.000 kriegt man keine schöne Wohnung mit Balkon in Freiburg. Ja. Alex und Elvira lernten sich bei einem Wochenende auf einem Bio-Bauernhof kennen. Er Informatiker, sie Lehrerin. Hallo. Hallo. Ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange. Wir kennen uns insgesamt 2,5 Jahre. Und seit ungefähr 1,5 sind wir zusammen. Das ist eigentlich so ein Seelenverwandter. Also wir haben viele Gemeinsamkeiten gehabt von vornherein und irgendwann habe ich gemerkt, das ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Wann erweitern wir jetzt unser Hühnerimperium? Damit wir ein paar mehr Hühnchen haben. Der günstige Verkauf des Hofes war an eine Bedingung geknüpft. Der Hof sollte ökologisch weitergeführt werden, ohne Kunstdünger und Pestizide. Heute gibt's Kuhpediküre. Ja. Gell? Carla? Ja, fein. Das stressige Stadtleben haben beide hinter sich gelassen. Und nun sind sie Berufseinsteiger. Alles klar. Als Jungbauern ist alles neu. Auch die Klauenpflege ihrer Kühe. Dazu braucht es professionelle Hilfe von einem Klauenschneider. Eine Nervenprobe, nicht nur für die jungen Tiere. Ja klar, bin ich da schon nervös. Also mache das auch zum ersten Mal und habe keine Ahnung, wie sie reagieren. Ich mach. Oh. Hallo. Hallo, fein, ganz ruhig. Hallo, ist gut, alles gut. Fein, ist gut. Also als Anfänger macht man sicher etliche Fehler und lernt auch durch die Fehler. Aber wenn das dann auf Kosten einer Kuh geht, das wird mich schon sehr belasten. Ja. Alex und Elviras Kühe wiegen 400 Kilo und können gefährlich werden, wenn sie ausbrechen. Die Bauern des Dorfes helfen an so einem Tag. Auch Gelegenheit, den Neuling zu beäugen. Es muss viel getan werden um den Hof rum. Die Traktoren müssen erneuert werden, die Kreiselheuer, die Rumpalepresse ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Er muss die Gärte pflegen, es muss halt alles in Schuss gehalten werden, also ist sehr viel mit Arbeit verbunden. Super gemacht, super gemacht. Achtung, er kommt. Hinterwälder sind eine robuste, aber sehr kleine Rinderrasse und vom Aussterben bedroht. Wir sind auch schon mal 2 Stunden im Gelände rumgerannt, weil sie ausgebüxt sind. 2,5. 2,5. Ich weiß es nicht genau.
Irgendwann sollen Schweine und Ziegen dazukommen. Aber erstmal muss der Umgang mit den Kühen gelernt werden. Also zu so einem Bauernhof gehören einfach auch Kühe. Ja, die Kuh frisst und scheißt und gibt Milch. Und das, was aus ihr rauskommt, ist nachher wieder der Dünger für die Weide. Die Weide wird abgefressen und es ist einfach ein toller Kreislauf. Und ich bin zumindest so weit, dass ich mal bei einem Metzger dabei sein will, wenn eine Kuh geschlachtet wird. Ob das unsere eigene ist, das bin ich mir noch nicht so sicher. Konsequent wäre es natürlich, aber vielleicht muss ich mal langsam anfangen. Zu einem Biobauernhof gehört im Hühnerstall ein Hahn. Und der macht gerade Ärger. Machen wir Spirenzchen, oder? Also momentan ist es wirklich so schlimm, dass wenn ich nur so 5 Meter an ihm vorbeilaufe, dass er dann schon angerannt kommt und mich angreift. Und ein Biobauer sagte mir, ich muss ihn einfach irgendwann mal am Hals packen und vor mir hängen lassen, bis er ziemlich schlaff wird. Also ich werde ihn nicht würgen, aber der wird dann ganz ruhig. Dann setze ich ihn hin und ab dem Moment sind wir beide wieder die besten Freunde. Ah, ja, wusste ich's doch. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Und? Ja. Ha? Gut. Ja? Ah. Ja, der Arme. Mach's auch nicht gern. So, guck mal wieder nach deinen Hühnchen. Elvira ist 38 und wollte immer Lehrerin werden. Jetzt arbeitet sie weiterhin an der Dorfschule. Der Hof trägt sich finanziell nicht von allein. Eigene Kinder sind nicht geplant. Alright. Now we do some theater here. Some girls are Emma. And we need Sam. Okay. Denise. Die Kinder in der Schule bedeuten mir sehr viel. Ich selbst habe mich gegen Kinder entschieden. Oder was heißt gegen, ist ja immer gleich so ein negatives Wort. Ich habe mich für ein kinderloses Leben entschieden. Also wenn ich Kinder haben wollte, würde ich, denke ich, ein Kind adoptieren. Alex war auch von vornherein der Meinung, dass die Welt nicht enkeltauglich ist. €240.000 hat der Hof gekostet. Alex hatte Geld gespart. Aber erst Elviras Eltern und ein Bankkredit machten den Kauf möglich. Ja, so ist gut. Siehst du es, wie weit? Bisschen stärker, wenn es geht. Stärker werfen? Ja. Hier soll eine Blumenwiese wachsen. Für Bienen, die immer weniger Nahrung finden. 4000 Quadratmeter Acker, biologisch sinnvoll genutzt. Nicht jede Fläche muss profitabel bewirtschaftet sein. Also so eine Landwirtschaft wie die unsere gibt es eigentlich gar nicht mehr. Beziehungsweise die Bauern hier sind alle im Nebenerwerb Landwirt. Also die haben alle einen festen Job und gehen dann nach Feierabend halt in den Stall auf die Wiese. Ja, ohne dass Elvira arbeiten gehen würde, würde das hier nicht funktionieren. Es gibt noch einen Teilkredit, den wir abbezahlen müssen für den Hof, den wir gekauft haben. Wir können aber viel von den Lebensmitteln, den eigenen Lebensmitteln, leben. Selbstversorgung ist das Ziel. Elvira ist seit 15 Jahren Vegetarierin. Für den Anbau der heimischen Gemüsearten im Gewächshaus und auf den Feldern ist sie alleine zuständig. Dieser ganze Konsumterror, mit dem man immer mehr konfrontiert wird, braucht man gar nicht. Und ich fühle mich viel freier, seitdem ich mich entschieden habe, ich kaufe einfach nichts mehr. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast, sondern was du machst. Das ist wichtig. Also ist dann immer so die Frage, was wächst da? Ist der Kohl, den ich eingesät habe, oder ist es Unkraut? Also Beikraut, Unkraut gibt es ja nicht, es gibt ja nur Unmenschen. Also wie viel wir dann
essen können dürfen. Das hängt dann von meinem Geschick ab. Ein paar Wochen später. Der Verzicht auf chemischen Dünger und Pestizide hat Konsequenzen. Ein Teil des Gemüses wurde von Schnecken und Läusen gefressen. Täglich kontrolliert Elvira den Acker. Doch nicht nur für manche Pflanzen kommt die Rettungsaktion zu spät. Piep, 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 piep. Ja, wir hatten die geniale Idee, ein Schneckenbekämpfungsprogramm hier einzuführen, in Form von Laufenten. Haben uns dann zwei Laufenten bestellt, im Prospekt waren die so groß, etwa. Und dann kam hier sowas an, wir waren dann ein bisschen überrascht. Ja, dann ist mir leider was Schlimmes passiert, hab vom Käfig den Deckel fallen lassen. Und dann gab's nur noch das eine kleine hier. Oh, es war ein ganz trauriger Tag. So traurig habe ich den Alex noch nie gesehen. Eigentlich will ich hier Verantwortung übernehmen und nach den Tierchen gut oder schauen, dass es den Tierchen gut geht und dann passiert mir sowas. Das ist schon, ja, schon eine Katastrophe. Gekauft wie gesehen. Alex hat alles, den Hof und die Maschinen vom Vorbesitzer erworben. Fast alle Gerätschaften sind technisch veraltet. Kurz vor der Ernte macht der Greifer Probleme, mit dem das Heu in die Scheune gebracht werden muss. Nachbarbauer Rolf hat seine Hilfe angeboten. Das hat man nicht mehr, das ist halt uralt. Ich habe hiermit auch noch nie gearbeitet, aber es ist alles in Gang zu bringen. Na ja. Na ja. Ja. Gut, passt gut. Schon, oder? Passt alles. Ich sehe die Probleme halt am Dach, dann die Außenfassade, die Dachrinne. Ja, so Kleinigkeit, ja. Ach, ist eine kleine Kleinigkeit. 1800 Quadratmeter Haus und Ställe. Der Hof wurde 1780 gebaut. Mauern und Holz sind marode. Das war beim Kauf Nebensache. Der Zustand des Hauses erschließt sich mir erst jetzt so richtig. Dann gibt es einen Riss vorne am Haus, der auch erst so richtig wirklich sichtbar wurde, nachdem wir da zwei Bäume gefällt haben. Und das ganze Eck war einfach jahrelang nass. Dadurch wird auch der Dachstuhl nass, weil die Ziegeln oben nicht mehr richtig aufgelegen sind. Und da muss man jetzt mal Balken ersetzen und gucken, was da drunter ist, für welche Überraschung da vielleicht noch auf uns wartet. Elvira macht sich manchmal Sorgen um mich, weil ich halt so viele Baustellen gleichzeitig habe. Wir haben eine kleine Reserve eingeplant, die gibt's auch noch. Aber klar, so richtig wahnsinnig teure Sachen, die liegen gerade nicht drin. Alles, ja. Die Arbeit ist allein nicht zu schaffen. Bernhard ist neuer Mitbewohner auf dem Hof, hauptberuflich Bauingenieur und auf der Suche nach einem Leben mit der Natur. Mitarbeit gegen Kost und Logis im Gartenhäuschen, das ist der Deal. Ja, was ist denn los? Die Kühe brauchen bei Unwetter einen Unterstand. Alex kann Computer programmieren, aber eine stabile Hütte bauen ist Neuland. Jetzt sehen wir erstmal was füttern. Hier kommen wir her, Andras, ich hab's Brot. Gala. Ja, nicht so hastig. Ja, ja. Wir hoffen, dass die Carla im Herbst dann auch, oder beziehungsweise nein, im Frühjahr nächstes Jahr dann auch ein Kälbchen bekommt. Deswegen steht sie hier mit dem Andrasch auf der Weide. Da haben wir eine Kuh mehr. Passiert, oder? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob da schon was passiert ist. Ich habe die Bohle schon angezeichnet. Ja, eiert jetzt schon ein bisschen, Hilfe. Als Bauer ist es natürlich viel schöner und viel besser, in der Gemeinschaft was zu tun. Oder klassisch halt die ehemalige Bauernfamilie, wo die Kinder auch mitarbeiten. Und ja, ja, also eine Landwirtschaft zu betreiben, macht man eigentlich nicht alleine. Ja. Es wäre auch eine große Erleichterung, wenn noch mehr Menschen hier mit auf dem Hof arbeiten.
Die Entscheidung, auf dem Land zu bleiben, war für mich eigentlich damit verbunden, dass ich tatsächlich auch mit dem Land arbeite. Also ich unterstütze halt auch die beiden hier auf dem Hof bei dem, was zu tun ist, so wie der Viehunterstand. In meinem letzten Leben habe ich so viele Dinge gemacht, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Die von vornherein schon irgendwie absurd waren. Es muss Sinn machen eigentlich, ja. Mit sehr viel Glück und Dankbarkeit erfüllt mich das, wenn ich auf meine Wiese, meinen Wald, meinen Hof schaue. Auf einmal bist du Waldbesitzerin. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl. Ja. Da stehen riesige Bäume. Also die gab es wahrscheinlich schon 100 Jahre vor mir. Und die wird es, wenn man sie nicht sägt, auch 100 Jahre nach mir geben. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht mein Wald, das gehört mir nicht. Der Arbeitstag eines Bauern endet spät, wenn Hof und Tiere versorgt sind. Der Nachbar hat geschlachtet. Alex stellt den Grillplatz. Langsam wachsen Freundschaften in der Dorfgemeinschaft. Privates wird ausgetauscht. Auch, dass Elvira die letzten 3 Jahre verheiratet war. Jetzt machen wir gleich noch einen Sekt auf, weil wir meine Scheidung feiern. Und dass ich dann wieder frei bin für das, was da kommen wird. Spaß. Stück Papier. Da geht's ja eigentlich gar nicht darum. Alex hatte eine lange Beziehung, bevor er Elvira traf. Heiraten war bislang nicht wichtig. Aber Einstellungen können sich verändern. Vorerst drängt die Zeit. Der Wetterdienst hat Ende Juni ein Hoch angesagt. Alex muss, wie alle anderen Bauern auch, die Sonnenstunden zum Mähen der Wiesen nutzen. Die Heuernte ist schon eins der Highlights im Jahr. Das Futter fürs Vieh wird reingeholt, damit sie was zu fressen haben im Winter. Ich hoffe mal, dass die alten Gerätschaften durchhalten. 60 PS hat der 40 Jahre alte Traktor. 2 Hektar Land, 20.000 Quadratmeter müssen gemäht werden. 4 Tage dauert das, wenn das Wetter mitspielt. Durch das Grundstück laufen 4 Quellen. Schächte sichern den Zugang. Ich bin jetzt gerade am Quellschacht hängen geblieben vom Nachbarn. Da ist so ein Metallring drauf. Und zum Glück hat das Mähwerk eine Sicherungsmutter, eine Sicherungsschraube, und die ist mir jetzt abgebrochen. Das Wetter kann jederzeit umschlagen. Wenn das Heu nass wird, ist es nicht mehr zu gebrauchen. Ökologische Landwirtschaft. Der Biobauer hat sich bewusst gegen Silofutter zum Mästen entschieden. Es geht um die Futterqualität, nicht um die Masse. Hallo Alex, und klappt's? Alles okay? Hallo Wolf. Ja, soweit alles okay. Das Wetter passt ja. Oder? Ja, Wahnsinn. Du, aber ich könnte mal einen Rat von dir gebrauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das trocken genug ist. Also ein bisschen knistern tut schon, aber. Es hat noch zu viel Grün drin, also mir gefällt's noch nicht. Wenn man feuchtes Heu in die Scheune einfährt, dann fängt es an heiß zu werden, zu gären, oder ja, und kann sich entzünden. Und das will man natürlich nicht, und natürlich schon gar nicht, dass der ganze Hof runterbrennt. Nach erfolgreicher Ernte lagert frisches Heu in der Scheune. Ausreichend Nahrung für die Tiere im Winter. Und auch das ist Glück für den Bauern. Die Kühe bekommen Nachwuchs. Die Kanna, die ganz rechte Kuh, die ist ziemlich sicher trächtig. Die war jetzt den ganzen Sommer mit den Bullen auf der Wiese.
auf der Weide. Die Hilde ist vielleicht auch trächtig, die waren im Frühjahr noch zusammen, da waren wir uns nicht sicher, ob der Andra schon Lust auf seine Kolleginnen hat. Sicher nicht trächtig ist die Holle, die war noch zu jung, die haben wir jetzt die ganze Zeit zusammen mit der Hilde separiert gehabt und die hat den Andrasch auch nicht rangelassen, das habe ich gesehen. Ursprünglich war geplant, dass die Hilde in den Topf kommt, hab's noch mal verschoben, die Entscheidung. Natürlich tun mir die Tiere dann auch leid, aber es ist eine Konsequenz, wenn ich Fleisch esse und eine Landwirtschaft habe, dann muss ich auch schlachten und das auch meine Tiere, nicht die vom Nachbarn nur. Die Bäuerin vom Nachbarhof züchtet seit Jahrzehnten Rinder. Ihr erfahrener Blick auf die Herde bringt schlechte Nachrichten. Der Bulle hat auch die jüngste Kuh gedeckt. Also, wir kriegen 3 Kälber. So kann's gehen. Also, ich mache mir gerade schon auch Sorgen um die Holle, weil die einfach meines Erachtens zu früh gedeckt wurde. Sie ist eigentlich eine sehr kleine Kuh. Vielleicht kommt das Kalb von alleine nicht so einfach raus. Dann muss man mithelfen oder sogar einen Kaiserschnitt machen. Das neue Leben als Biobauer interessiert auch die Verwandtschaft. Alex' Tante und Onkel sind häufige Gäste. Beide haben zum Kauf des Hofes geraten. Doch die immer größer werdenden Mängel am Haus sind Anlass zur Sorge. Ich habe immer wieder das Thema, das mich mit umtreibt, nicht mit dem Strom, weil ich ja fürchte, dass das hier irgendwo abfackelt irgendwann mal. Wirklich, ich weiß auch nicht, was die Gebäudebrandversicherung dazu sagen würde, wenn sie da mal richtig inspiziert, wie bei dir die Leitungen laufen. Also Sorgen macht mir eher noch das Dach zum Beispiel. Also es gibt etliche Stellen, da sind die Balken nass geworden. Der Bernhard ist neulich mal hoch aufs Dach, ist auch Zimmermann noch. Und hat schon die Balken mal angeguckt und hat schon ein paar Ziegel zurechtgerückt, dass es da nicht mehr reinregnet, dass es auch erfolgreich war, da ist jetzt trocken. Ja, aber mit der Heizung müssen wir auch unbedingt was unternehmen. Ich glaube, also das sind wir schon mit schwer zu schätzen. Ja, auf dem Markt wären es 20.000 Euro. Genau, mit so was. Etwa 20.000 für so eine Heizung. Ja. Da müssen wir doch Lotto spielen. Also ihr habt ja Angebote, dass ich da was beisteuere. Also du wirst ein geschickter Elektriker finden. Ute und Rudi sind pensionierte Lehrer. Seit Alex Bauer ist, unterstützt ihn seine Familie monatlich mit 400 Euro. Geld, das auf der Bank rumliegt, das ist so totes Kapital. Also Geld, das ich besitze, muss was bewirken. Ich sage immer wieder, ich habe keine Kinder, ich habe keine Enkel. Dann muss ich halt irgendeinem anderen jungen Menschen Zuwendung schenken. Ich hatte eine Mutter, die ziemlich pessimistisch war und immer vorausgesehen hat, was schiefgehen könnte. Ich habe ein bisschen was davon abgekriegt. Weil insofern tut mir immer gut, wenn ich hier war und sehe, die machen's und die können's. Und die sehen nicht schwarz, die kriegen's hin. Eine alte Bauernregel sagt, der Wald ist eine Sparkasse. 40.000 Quadratmeter Forstpflege, das geht nur mit Kettensägenführerschein. Mit dem eigenen Holz können Mängel an Haus und Ställen behoben werden. Irgendwann will Alex, Elvira und sich ganz selbst versorgen. Ja, also es fällt mir manchmal schon schwer, Dinge auch anzunehmen. Das ist ein Gefühl, über das habe ich noch nicht so wahnsinnig nachgedacht, was das mit mir macht. Aber ich merke, wenn meine Tante mir Geld überweist oder mir ankündigt, sie hat irgendwo Geld übrig und es wäre viel sinnvoller bei uns aufgehoben, dann freue ich mich wahnsinnig und bin da sehr dankbar, ja. Aber also was das mit dem Gefühl von Abhängigkeit zum Beispiel bei mir macht, das kann ich nicht so genau beschreiben. Ja. Noch muss Elvira weiterarbeiten. Auf dem Hof und in der Schule. Also bei Elvira überlege ich mir natürlich manchmal schon, nachdem, wie sie bisher gelebt hat, ob das ihr auf Dauer genügt. Und sie war jeden Abend in der Kneipe oder hat die ganze Welt bereist und hat wahnsinnig viel erlebt. Einst Weltenbummlerin, jetzt Bäuerin. Die Mirabellenernte ist ergiebig. Nichts soll verkommen. Alex' Tante war Hauswirtschaftslehrerin. Ihre Tipps sind praktischer Natur. Also jetzt haben wir so gerade beim Kompott kochen, mit Gemüse, beim Kochen sind. Wie sieht es denn da mit euren Heiratsplänen aus? Küchengespräche? Frauengespräche. Wie kommst du jetzt von Kompott aufs Heiraten?
Ja, nun, also noch warte ich auf den romantischsten Antrag meines Lebens. Und also ich könnte mir vorstellen, dass der Alex sich da auch was ganz Besonderes einfallen lassen will und der deswegen noch nicht kam. Aber also ich denke, es müsste halt demnächst mal sein. Einfach weil die Verpflichtungen, was ihr so gemeinsam eingegangen seid, einfach da mehr Sicherheit bringen. Also ich sehe Eheschließung ausschließlich unter dem Aspekt der Sicherheit. Ne? Ja, also. Das, und ja. Da wäre der doof, wenn er das vergäbt, zumal du eben als Beamtin deutliche Sicherheit selber schon mitbringst durch das Beamtentum. Ne? Oh! Oh! Warte mal, warte. Zack. Egal. Gerade ist keine Zeit für Romantik auf dem Bauernhof. Im Sommer herrscht rund um die Uhr Hochbetrieb. Allein 800 Kilo Obst werden zu Kompott und Saft verarbeitet. Rechtzeitig ist ein neuer Helfer eingezogen. Das Bauernleben ist ein Saisongeschäft. Es verändert sich dann auf einmal alles, wenn man merkt, jetzt steht der Winter vor der Tür. Das Gemüse muss raus, die Tiere müssen rein. Man muss alles vorbereiten, alles muss fertig sein. Also da hat es uns dann schon ein bisschen kalt erwischt. Dann hat sich der Florian entschlossen, bei uns einzuziehen. Das war eine sehr spontane Entscheidung von uns allen. Es hat einfach gepasst. Bei manchen Menschen merkt man nach 10 Minuten, es passt einfach. Florian ist 27, Heizungsbaumeister. Auf der Suche nach einem naturbewussten Leben und eine gute Hilfe auf dem Hof. Es sind sehr offene Menschen, die beiden. Und ist sehr herzlich. Und ja, sie teilen gern. Obwohl sie hier die Besitzer sind, lassen sie einen das nicht spüren, sondern man ist einfach Teil von dem Ganzen, als ob es einem auch gehört. Eine Frau, die hier in der Straße wohnt, die kam und hat gemeint, sag mal, wie macht ihr das? Ständig sind hier Leute, die rumfuhrwerken und rumwirbeln und man sieht, wie sich das bei euch verändert. Wie macht ihr das nur? Ich hatte jetzt da auch keine Antwort drauf, ja. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich glaube, glücklich sein zieht einfach an. Mehr als 2 Jahre sind Elvira und Alex jetzt ein Paar. Ja, der Alex hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe ja gesagt. Ja. Darf ich fragen, was das für eine Situation war? Nee. Also ich war schon abwartend, weil einfach ich nicht so gedrängt werden wollte. Also nicht von ihr, überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Aber so um mich rum, alle, oh, ihr müsst heiraten und meine Tante. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört. Ich wollte es auf meine Art machen und dann, wenn ich das will und wenn der richtige Moment gekommen ist. Das war der einzige Grund. Nee, jetzt ist das schon richtig so, ja. Komm, ich muss wieder nach meinen Kühen sehen. Die Alpen, guck. Schön. Hochzeitstag im November. Nach der standesamtlichen Trauung gibt es heute ein kleines Fest. Freunde und Verwandte sind eingeladen. Doch in der Frühe steht der Bauer im Stall. Heute schon ein aufregender Tag, ja. Ja, heute Morgen kam das Kalb auf die Welt. So um 6 Uhr wahrscheinlich. Elvira ist gerade runter und hat gehört, wie die Kühe muhen. Und er lag schon da. Und ja, später heiraten wir dann noch kurz. Und ja, Verwandtschaft kommt und viel zu tun, ja. Ach, Hilde, mach nicht so blöd. Allzu gut, der Neuheit. Das Kalb ist gesund. Alex muss dennoch den Tierarzt rufen.
Die andere trächtige Kuh, Holle, ist zu klein, um ihr Kalb auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen. Hier sehen wir ein, darf ich auch sagen, Problem. Mhm. Wegen der Beckenbreite und Größe ist zu früh halt gedeckt. In dem Fall sieht es so aus, dass wir bei der, wenn es zur Sache kommt, Kaiserschnitt machen müssen. Ja. Gell? Das ist natürlich schon eine schwierige Situation und ich muss jetzt immer wieder schauen nach der Holle und das rechtzeitig merken, wenn sie anfängt zu kalben, den Tierarzt holen. Ja, ja, das ist dann schon ein bisschen, drückt einem ins Knick. Am Standesamt begegnen sich die Eltern zum ersten Mal. Sie haben erst vor ein paar Tagen von der Hochzeit erfahren. Liebes Brautpaar, werte Gäste, ich darf Sie hier in Rickenbach recht herzlich begrüßen. Wir haben uns heute hier eingefunden, weil Sie beide, Frau Erden und Herr Horn, Ihren weiteren Lebensweg gemeinsam beschreiten wollen. Ich frage Sie, Alexander Thomas Horn, sind Sie bereit, mit der hier anwesenden Elvira Erden die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Elvira Erden, sind Sie bereit, mit dem hier anwesenden Alexander Thomas Horn die Ehe einzugehen? Ja. Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Sie haben beide meine Fragen bejaht. Ich stelle hier mit Kraft meines Amtes fest, dass Sie rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Sie dürfen Ihre Braut jetzt küssen. Hochzeitskutsche nach Bauernart. Nachbar Rolf hat seinen Oldtimer-Trecker aus der Garage geholt. Also ein bisschen stolz bin ich schon, muss ich sagen, was sie leistet. Also Hut ab. Ihr Beruf ist ja wirklich nicht der leichteste, den man gerade so mit links macht. Und dann noch diese ganze Arbeit auf dem Hof und das Ganze drum und dran jetzt mit dem Dorf. Ja, man möchte hier auch Kontakt pflegen mit Nachbarschaft und so weiter. Also von daher denke ich jetzt, kann ich schon stolz sein auf meine Tochter. Aber wenn man den entsprechenden Partner hat, dann ist alles leichter zu bewältigen. Auf dem Hof haben wir ihn das erste Mal wieder gesehen mit Gummistiefeln und so einer Latzhose. Ja. Er hatte einen Vollbart, er hat Haare zerzaust gehabt, die Rübezahl. Das kann mir nur gefallen, gell? Das heißt Freiheit, das heißt Harley Davidson, all sowas. Hochzeitsreise? Fehlanzeige. Ein paar Stunden Auszeit vom Bauernalltag. Doch das neue Leben als Brautpaar führt schon wieder zu den Kühen. Alex und Elvira schlafen abwechselnd im Kuhstall, warten, dass die Geburt beginnt. Die Kuh muss Wehen haben, bevor das Kalb geholt wird, sonst akzeptiert es die Mutter nicht. Zwei Wochen später. Der Tierarzt macht den Kaiserschnitt im Stall mit lokaler Betäubung. Die Kuh steht dabei und soll keine Schmerzen haben. Also der Tierarzt hat, bevor er den Kaiserschnitt gemacht hat, mir gesagt, das war wohl der 20. in dem Jahr und allen Kühen geht's gut. Nach 2 Stunden sind Kuh und Kalb wohlauf. Fünf Wochen später. Das dritte Kälbchen kommt zur Welt. Da ist schon. Toll, Carla. Toll, Carla. Toll. Thank you.
stolzer Kuhpapa. Drei super lebendige kleine Kälber. Unsere Kälbchen haben jetzt natürlich schon auch Namen. Die sind einfach viel zu süß. Hildes Kleine heißt Hörnli, Holles Kleines heißt Hummel und Karlas Kleines heißt Kugel. Ein richtiger Winter. Die Hofgemeinschaft ist gewachsen. Mittlerweile leben 4 Laufenten, 10 Hühner, 1 Hahn, 7 Kühe, 3 Katzen, 1 Hund und 4 Menschen auf dem Hof. Die Natur profitiert von der Kälte. Weniger Ungeziefer im Sommer. Aber das alte Haus leidet. 230 Winter hat es überstanden, aber jetzt sind neue Schäden aufgetreten. Ja, das Haus sorgt in der Tat immer wieder für Überraschungen. Klar, wenn man ein altes Haus kauft, ist man nie fertig. Also in dem Moment, als der Bernhard diese Stahlträger weggebröselt hat, habe ich zuerst gedacht, das ist Holz. Oder das muss ja Holz sein, weil es so porös ist. Da hat er gesagt, ah, das ist Stahl und das hat er ja noch nie gesehen. Da habe ich kurz gedacht, okay, das Haus kracht jetzt zusammen. Mitbewohner Bernhard ist Bauingenieur. Er hat sofort die Statik berechnet. Holzpfeiler sollen notdürftig die Decke stützen, bis neue Stahlträger eingezogen werden. Schon wieder unvorhersehbare und teure Investitionen. So existenzielle Fragen sind für mich nicht mehr in der Form vorhanden wie früher, wo ich eine Mietwohnung jeden Monat bezahlen musste und ja, halt Angst hatte, meinen Job zu verlieren, vielleicht arbeitslos zu werden und meinen Lebensstandard immer halten zu können. Sowas habe ich mich sehr frei gemacht davon. Ich habe einfach gemerkt, dass dadurch, dass ich solche Ängste hatte und so ein Sicherheitsbedürfnis hatte, ich auch, soll ich sagen, ständig erpressbar war. Und ich hatte dann ganz viel Glück, ja, und dass ich jetzt hier stehe und das so funktioniert hat, das hat sehr viel mit Glück zu tun. Aber da wäre ich nie hingekommen, wenn ich weiter so gedacht hätte wie früher im Job mit dem Sicherheitsgedanken. Aber auch als Bauer sind neue schwierige Entscheidungen zu treffen. Bulle Andrasch ist schon wieder bereit. Inzucht droht. Er wird geschlachtet. Also es war ja klar, dass wir auch schlachten, weil der Alex Fleisch isst. Und das finde ich auch konsequent, dass man seine eigenen Tiere isst. Nichtsdestotrotz war ich dann den Tränen nahe, als der Alex gesagt hat, er hat mit dem Metzger telefoniert. Und als ich dann allein war, bin ich zum Andrasch in den Stall und da lag er dann ganz süß da. Und da habe ich mich schon von ihm verabschiedet. Also genau deswegen esse ich halt seit 15 Jahren kein Fleisch, auch kein Fisch. Also nichts, was sich von alleine fortbewegt, weil ich kein Tier töten könnte, um es zu essen. Natürlich bin ich jetzt auch nicht der Eisklotz, der irgendwann mal so ein kleines süßes Bullenkalb hatte, viel Zeit investiert hat und viel Liebe, dass ich den jetzt nicht einfach hier mal kurz zum Metzger abschiebe und mir nachher das Steak zwischen die Zähne hau. Denke ich schon klar, aber das ist hier ein Bauernhof. Stopp. Der Kreislauf des Lebens. Bald kommt das Frühjahr, die Nistplätze werden gereinigt. Ein Bauernjahr ist fast rum und die ersten Ehemonate. Du bist so geschickt, Schatz. Ich weiß. Das ist ja eigentlich auch Männerarbeit. Na, stehst du dann da oben? Ja, frage ich mich auch. Elvira ist einfach so eine Frohnatur. Das geht gar nicht anders, als mit ihr so eine Leichtigkeit zu bewahren. Also sie steht morgens auf und fängt dann zu quasseln. Bist du nie leicht gewesen? Nee. Für mich, nee, ich war nie leicht. Das Leben war schwer, ja. Das heißt, du bist aber leichter jetzt. Naja. Naja, jetzt schon, ja. Zeit für die Partnerschaft finden. Trotz des Bauernalltags und all seinen Widrigkeiten. Im Dorf wird ein Tango-Kurs angeboten.
Mitbewohner Florian und Bernhard und Nachbar Rolf sind nicht nur Helfer am Hof, sondern mittlerweile Freunde. Ich würde nicht sagen, dass die richtigen Bauern sind. Die sehen das alles ganz locker und ja, die nehmen es, wie es kommt. Und gute Einstellung. Wir haben total viel Spaß, auch also als Hofgemeinschaft. Wir sind sehr ausgelassen. Und das ist hier schon eine sehr bunte Mischung, die immer wieder auch zu Erheiterungen führt. Und das ist für mich sehr wichtig. Also Alex, der könnte durchaus als Eremit leben. Ich glaube, er braucht weniger Gesellschaft als ich. Dem macht Einsamkeit jetzt überhaupt nichts aus. Nach 4 Jahreszeiten beginnt das Leben auf dem Hof wieder von vorne. Alex hat 20 Kilo abgenommen. Ein Bauer muss körperlich hart arbeiten. Hallo. Super gemacht. Es gab schon so einen Moment mal, wo ich, gerade so in der letzten Zeit, wo ich mal dachte, boah, jetzt bin ich echt so lange schon jeden Tag nur hier morgens aufgestanden, abends in den Stall gegangen, morgens in den Stall gegangen und nie so richtig mal weg. Also so wie früher war es ja ganz normal, dass man so und so viele Wochen Urlaub im Jahr hatte und dann ist man vielleicht auch mal weggefahren. Also ein bisschen mehr würde mir schon gefallen und Elvira ganz bestimmt auch. Mal irgendwie ans Meer. So ein paar Tage. Ganz ruhig. Na, ja, würde eh nicht klappen. Ich würde dann anrufen hier und fragen, ob alles in Ordnung ist. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Keine Ahnung. Der eigene Hof. Für Alex und Elvira hat sich der Traum erfüllt. Ich bin immer noch eine absolute Neuling und brauche Ratschläge und alles. Also ich habe da den größten Respekt vor einem Bauern, der das schon seit 40 Jahren macht. Das, bis ich die Erfahrung mal habe. Wird noch ganz lang dauern. Aber es ist schon unser Fleckchen Erde mit den Leuten, die zu uns gehören auch und zu uns passen, auch wieder, ne? Genau, das schon. Ja, also der Hof hat uns gefunden. Ja, also das ist echt das schönste Plätzchen, das ich mir jetzt wir für uns suchen können. Oder wir gefunden haben für uns. Also ich wollte nirgendwo anders mehr sein jetzt. Das neue Leben als Biobauer interessiert auch die Verwandtschaft. Alex Tante und Onkel sind häufige Gäste. Beide haben zum Kauf des Hofes geraten. Doch die immer größer werdenden Mängel am Haus sind Anlass zur Sorge. Ich habe immer wieder das Thema, das mich mit umtreibt, nicht mit einem Strom, weil ich ja fürchte, dass das hier irgendwo abfackelt irgendwann mal. Wirklich, ich weiß auch nicht, was die Gebäudebrandversicherung dazu sagen würde, wenn sie da mal richtig inspiziert, wie bei dir die Leitungen laufen. Also Sorgen macht mir eher noch das Dach zum Beispiel. Also es gibt etliche Stellen, da sind die Balken nass geworden. Der Bernhard ist neulich mal hoch aufs Dach, ist auch Zimmermann noch und hat schon die Balken mal angeguckt. Und hat schon ein paar Ziegel zurechtgerückt, dass es dann immer reinregnet, dass es auch erfolgreich war, da ist es jetzt trocken. Ja, aber mit der Heizung müssen wir auch unbedingt was unternehmen. Ich glaube, also da sind wir schon mit schwer zu schätzen. Ja, auf dem Markt wären es 20.000 Euro. Genau, mit Lohnkosten. Etwa 20.000 für so eine Heizung. Ja. Da müssen wir doch Lotto spielen. Also ihr habt ja Angebote, dass ich da was beisteuere. Also du wirst ein geschickter Elektriker finden. Ute und Rudi sind pensionierte Lehrer. Seit Alex Bauer ist, unterstützt ihn seine Familie monatlich mit 400 Euro. Geld, das auf der Bank rumliegt, das ist so totes Kapital. Also Geld, das ich besitze, muss was bewirken. Ich sage immer wieder, ich habe keine Kinder, ich habe keine Enkel. Dann muss ich halt irgendeinem anderen jungen Menschen Zuwendung schenken. Ich hatte eine Mutter, die ziemlich pessimistisch war und immer vorausgesehen hat, was schiefgehen könnte. Ich habe ein bisschen was davon abgekriegt. Weil insofern tut mir immer gut, wenn ich hier war und sehe, die machen's und sie können's.
Und die sehen nicht schwarz, die kriegen's hin. Eine alte Bauernregel sagt, der Wald ist eine Sparkasse. 40.000 Quadratmeter Forstpflege, das geht nur mit Kettensägenführerschein. Mit dem eigenen Holz können Mängel an Haus und Ställen behoben werden. Irgendwann will Alex, Elvira und sich ganz selbst versorgen. Ja, also es fällt mir manchmal schon schwer, Dinge auch anzunehmen. Das ist ein Gefühl, über das habe ich noch nicht so wahnsinnig nachgedacht, was das mit mir macht. Aber ich merke, wenn meine Tante mir Geld überweist oder mir ankündigt, sie hat irgendwo Geld übrig und es wäre viel sinnvoller bei uns aufgehoben, dann freue ich mich wahnsinnig und bin da sehr dankbar. Ja. Aber also, was das mit dem Gefühl von Abhängigkeit zum Beispiel bei mir macht, das kann ich nicht so genau beschreiben. Ja. Noch muss Elvira weiterarbeiten. Auf dem Hof und in der Schule. Also bei Elvira überlege ich mir natürlich manchmal schon nach dem romantischsten Antrag meines Lebens. Und also ich könnte mir vorstellen, dass der Alex sich da auch was ganz Besonderes einfallen lassen will und der deswegen noch nicht kam. Aber also ich denke, es müsste halt demnächst mal sein, einfach weil die Verpflichtungen, was ihr so gemeinsam eingegangen seid, einfach da mehr Sicherheit bringen. Also ich sehe Eheschließung ausschließlich unter dem Aspekt der Sicherheit. Ne? Ja, also. Das, und ja. Da wäre er doof, wenn er das vergäbt, zumal du eben als Beamtin deutliche Sicherheit selber schon mitbringst durch das Beamtentum. Ne? Oh! Oh! Warte. Zack. Egal. Gerade ist keine Zeit für Romantik auf dem Bauernhof. Im Sommer herrscht rund um die Uhr Hochbetrieb. Allein 800 Kilo Obst werden zu Kompott und Saft verarbeitet. Rechtzeitig ist ein neuer Helfer eingezogen. Das Bauernleben ist ein Saisongeschäft. Es verändert sich dann auf einmal alles, wenn man merkt, jetzt steht der Winter vor der Tür. Das Gemüse muss raus, die Tiere müssen rein. Man muss alles vorbereiten, alles muss fertig sein. Also da hat es uns dann schon ein bisschen kalt erwischt. Dann hat sich der Florian entschlossen, bei uns einzuziehen. Das war eine sehr spontane Entscheidung von uns allen. Es hat einfach gepasst. Bei manchen Menschen merkt man nach 10 Minuten, es passt einfach. Florian ist 27, Heizungsbaumeister. Auf der Suche nach einem naturbewussten Leben und eine gute Hilfe auf dem Hof. Es sind sehr offene Menschen, die beiden, und ist sehr herzlich und ja, sie teilen gern. Obwohl sie hier die Besitzer sind, lassen sie einen das nicht spüren, sondern man ist einfach Teil von dem Ganzen, als ob es einem auch gehört. Eine Frau, die hier in der Straße wohnt, die kam und hat gemeint, sag mal, wie macht ihr das? Ständig sind hier Leute, die rumfuhrwerken und rumwirbeln und man sieht, wie sich das bei euch verändert. Wie macht ihr das nur? Ich hatte jetzt da auch keine Antwort drauf. Ja. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich glaube, glücklich sein zieht einfach an. Mehr als 2 Jahre sind Elvira und Alex jetzt ein Paar. Ja, der Alex hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Hm. Und ich habe ja gesagt. Ja. Darf ich fragen, was das für eine Situation war? Nee. Also ich war schon abwartend, weil einfach ich. Irgendwann sollen Schweine und Ziegen dazukommen. Aber erstmal muss der Umgang mit den Kühen gelernt werden. Also zu so einem Bauernhof gehören einfach auch Kühe. Ja, die Kuh frisst und scheißt und gibt Milch. Und das, was aus ihr rauskommt, ist nachher wieder der Dünger für die Weide. Die Weide wird abgefressen und es ist einfach ein toller Kreislauf. Und ich bin zumindest so weit, dass ich mal bei einem Metzger dabei sein will, wenn eine Kuh geschlachtet wird. Ob das unsere eigene ist, das bin ich mir noch nicht so sicher. Konsequent wäre es natürlich, aber vielleicht muss ich mal langsam anfangen.
Zu einem Biobauernhof gehört im Hühnerstall ein Hahn. Und der macht gerade Ärger. Machen wir Spirenzchen, oder? Also momentan ist es wirklich so schlimm, dass wenn ich nur so 5 Meter an ihm vorbeilaufe, dass er dann schon angerannt kommt und mich angreift. Und ein Biobauer sagte mir, ich muss ihn einfach irgendwann mal am Hals packen und vor mir hängen lassen, bis er ziemlich schlaff wird. Also ich werde ihn nicht würgen, aber der wird dann ganz ruhig. Dann setze ich ihn hin und ab dem Moment sind wir beide wieder die besten Freunde. Ah, ja, wusste ich's doch. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Und? Ja. Ha? Gut. Ja? Ah. Ja, der Arme. Mach's auch nicht gern. So, guck mal wieder nach deinen Hühnchen. Elvira ist 38 und wollte immer Lehrerin werden. Jetzt arbeitet sie weiterhin an der Dorfschule. Der Hof trägt sich finanziell nicht von allein. Eigene Kinder sind nicht geplant. Alright. Now we do some theater here. Some girls are Emma and we need Sam. Okay, Denise. Die Kinder in der Schule bedeuten mir sehr viel. Ich selbst habe mich gegen Kinder entschieden. Oder was heißt gegen, ist ja immer gleich so ein negatives Wort. Ich habe mich für ein kinderloses Leben entschieden. Also wenn ich Kinder haben wollte, würde ich, denke ich, ein Kind adoptieren. Alex war auch von vornherein der Meinung, dass die Welt nicht enkeltauglich ist. Orgung ist das Ziel. Elvira ist seit 15 Jahren Vegetarierin. Für den Anbau der heimischen Gemüsearten im Gewächshaus und auf den Feldern ist sie alleine zuständig. Dieser ganze Konsumterror, mit dem man immer mehr konfrontiert wird, braucht man gar nicht. Und ich fühle mich viel freier, seitdem ich mich entschieden habe, ich kaufe einfach nichts mehr. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast, sondern was du machst, das ist wichtig. Also es ist dann immer so die Frage, was wächst da? Ist der Kohl, den ich eingesät habe, oder ist es Unkraut? Also Beikraut, Unkraut gibt es ja nicht, es gibt ja nur Unmenschen. Also wie viel wir dann essen können dürfen, das hängt dann von meinem Geschick ab. Ein paar Wochen später. Der Verzicht auf chemischen Dünger und Pestizide hat Konsequenzen. Ein Teil des Gemüses wurde von Schnecken und Läusen gefressen. Täglich kontrolliert Elvira den Acker. Doch nicht nur für manche Pflanzen kommt die Rettungsaktion zu spät. Piep, 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 piep. Ja, wir hatten die geniale Idee, ein Schneckenbekämpfungsprogramm hier einzuführen, in Form von Laufenten. Haben uns dann 2 Laufenten bestellt, im Prospekt waren die so groß. Und dann kam hier sowas an. Wir waren dann ein bisschen überrascht. Ja, dann ist mir leider was Schlimmes passiert. Hab vom Käfig den Deckel fallen lassen. Und dann gab es nur noch das eine kleine hier. Oh, es war ein ganz trauriger Tag. So traurig habe ich den Alex noch nie gesehen. Eigentlich will ich hier Verantwortung übernehmen und nach den Tierchen gut oder schauen, dass es den Tierchen gut geht und dann passiert mir sowas. Das ist schon eine Katastrophe. Gekauft wie gesehen. Alex hat alles, den Hof und die Maschinen vom Vorbesitzer erworben. Fast alle Gerätschaften sind technisch veraltet. Kurz vor der Ernte macht der Greifer Probleme, mit dem das Heu in die Scheune gebracht werden muss. Nachbarbauer Rolf hat seine Hilfe angeboten. Das hat man nicht mehr, das ist halt uralt. Ich habe hier mit auch noch nie gearbeitet, aber
ist, alles in Gang zu bringen. Na ja. Der Kreislauf des Lebens. Bald kommt das Frühjahr, die Nistplätze werden gereinigt. Ein Bauernjahr ist fast rum. Und die ersten Ehemonate. Du bist so geschickt, Schatz. Ich weiß. Das ist ja eigentlich auch Männerarbeit. Na, stehst du dann da oben? Ja, frage ich mich auch. Elvira ist einfach so eine frohe Natur. Das geht gar nicht anders, als mit ihr so eine Leichtigkeit zu bewahren. Also sie steht morgens auf und fängt dann zu quasseln. Bist du nie leicht gewesen? Nee. Für mich, nee, ich war nie leicht. Das Leben war schwer, ja. Das heißt, du bist aber leichter jetzt. Naja. Naja, jetzt schon, ja. Zeit für die Partnerschaft finden. Trotz des Bauernalltags und all seinen Widrigkeiten. Im Dorf wird ein Tango-Kurs angeboten. Mitbewohner Florian und Bernhard und Nachbar Rolf sind nicht nur Helfer am Hof, sondern mittlerweile Freunde. Ich würde nicht sagen, dass die richtige Bauern sind. Die sehen das alles ganz locker und ja, die nehmen es, wie es kommt. Und gute Einstellung. Wir haben total viel Spaß, auch als Hofgemeinschaft. Wir sind sehr ausgelassen. Und das ist hier schon eine sehr bunte Mischung, die immer wieder auch zu Erheiterungen führt. Und das ist für mich sehr wichtig. Also Alex, der könnte durchaus als Eremit leben. Ich glaube, er braucht weniger Gesellschaft als ich. Dem macht Einsamkeit jetzt überhaupt nichts aus. Nach 4 Jahreszeiten beginnt das Leben auf dem Hof wieder von vorne. Alex hat 20 Kilo abgenommen. Ein Bauer muss körperlich hart arbeiten. Hallo. Super gemacht. Es gab schon so einen Moment mal, wo ich, gerade so in der letzten Zeit, wo ich mal dachte, boah, jetzt bin ich echt so lange schon jeden Tag nur hier morgens aufgestanden, abends in den Stall gegangen, morgens in den Stall gegangen und nie so richtig mal weg. Also so wie früher war es ja ganz normal, dass man so und so viele Wochen Urlaub im Jahr hatte. Deswegen esse ich halt seit 15 Jahren kein Fleisch, auch kein Fisch, also nichts, was sich von alleine fortbewegt, weil ich kein Tier töten könnte, um es zu essen. Natürlich bin ich jetzt auch nicht der Eisklotz, der irgendwann mal so ein kleines süßes Bullenkalb hatte, viel Zeit investiert hat und viel Liebe, dass ich den jetzt nicht einfach hier mal kurz zum Metzger abschiebe und mir nachher das Steak zwischen die Zähne hau. Ich denke, ist schon klar, aber das ist hier ein Bauernhof. Der Kreislauf des Lebens. Bald kommt das Frühjahr, die Nistplätze werden gereinigt. Ein Bauernjahr ist fast rum. Und die ersten Ehemonate. Du bist so geschickt, Schatz. Ich weiß. Das ist ja eigentlich auch Männerarbeit. Na, stehst du dann da oben? Ja, frage ich mich auch. Elvira ist einfach so eine frohe Natur. Das geht gar nicht anders, als mit ihr so eine Leichtigkeit zu bewahren. Also sie steht morgens auf und fängt dann zu quasseln. Bist du nie leicht gewesen? Nee. Für mich, nee, ich war nie leicht. Das Leben war schwer, ja. Das heißt, du bist aber leichter jetzt. Naja. Naja, jetzt schon, ja. Zeit für die Partnerschaft finden.
trotz des Bauernalltags und all seinen Widrigkeiten. Im Dorf wird ein Tango-Kurs angeboten. Mitbewohner Florian und Bernhard und Nachbar Rolf sind nicht nur Helfer am Hof, sondern mittlerweile Freunde. Ich würde nicht sagen, dass die richtige Bauern sind. Die sehen das alles ganz locker und ja, die nehmen es, wie es kommt. Und gute Einstellung. Wir haben total viel Spaß, auch also als Hofgemeinschaft. Wir sind sehr ausgelassen. Und das ist hier schon eine sehr bunte Mischung, die immer wieder auch zu Erheiterungen führt. Und das ist für mich sehr wichtig. Also Alex, der könnte durchaus als Eremit leben. Ich glaube, er braucht weniger Gesellschaft als ich. Dem macht Einsamkeit jetzt überhaupt nichts aus. Nach 4 Jahreszeiten beginnt das Leben auf dem Hof. Wir haben eine kleine Reserve eingeplant. Die gibt's auch noch. Aber klar, so richtig wahnsinnig teure Sachen, die liegen gerade nicht drin. Alles? Ja. Die Arbeit ist allein nicht zu schaffen. Bernhard ist neuer Mitbewohner auf dem Hof, hauptberuflich Bauingenieur und auf der Suche nach einem Leben mit der Natur. Mitarbeit gegen Kost und Logis im Gartenhäuschen, das ist der Deal. Ja, was ist denn los? Die Kühe brauchen bei Unwetter einen Unterstand. Alex kann Computer programmieren, aber eine stabile Hütte bauen ist Neuland. Jetzt sehen wir erstmal was füttern. Hier kommen wir her, Andras. Ich hab's Brot. Gala. Ja, nicht so hastig. Ja, ja, ja. Wir hoffen, dass die Carla im Herbst dann auch, oder beziehungsweise nein, im Frühjahr nächstes Jahr dann auch ein Kälbchen bekommt. Deswegen steht sie hier mit dem Andras auf der Weide. Da haben wir eine Kuh mehr. Passiert, oder? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob da schon was passiert ist. Ich habe die Bohle schon angezeichnet. Ja, eiert jetzt schon ein bisschen, Hilfe. Als Bauer ist es natürlich viel schöner und viel besser, in der Gemeinschaft was zu tun. Oder klassisch halt die ehemalige Bauernfamilie, wo die Kinder auch mitarbeiten. Und ja, ja, also eine Landwirtschaft zu betreiben, macht man eigentlich nicht alleine. Ja. Es wäre auch eine große Erleichterung, wenn noch mehr Menschen hier mit auf dem Hof arbeiten. Die Entscheidung, auf dem Land zu bleiben, war für mich eigentlich damit verbunden, dass ich tatsächlich auch mit dem Land arbeite. Also ich unterstütze halt auch die beiden hier auf dem Hof, bei dem, was zu tun ist, so wie der Viehunterstand. In meinem letzten Leben habe ich so viele Dinge gemacht, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Die von vornherein schon irgendwie absurd waren. Es muss Sinn machen eigentlich, ja. Mit sehr viel Glück und Dankbarkeit erfüllt mich das, wenn ich auf ja, meine Wiese, meinen Wald, meinen Hof schaue. Auf einmal bist du Waldbesitzerin. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl. Ja. Da stehen riesige Bäume. Also die gab es wahrscheinlich schon 100 Jahre vor mir. Und die wird es, wenn man sie nicht sägt, auch 100 Jahre nach mir geben. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht mein Wald, das gehört mir nicht. Der Arbeitstag eines Bauern endet spät, wenn ich bin jetzt gerade am Quellschacht hängen geblieben vom Nachbarn. Da ist so ein Metallring drauf. Und zum Glück hat das Mähwerk eine Sicherungsmutter, eine Sicherungsschraube, und die ist mir jetzt abgebrochen. Das Wetter kann jederzeit umschlagen. Wenn das Heu nass wird, ist es nicht mehr zu gebrauchen. Ökologische Landwirtschaft. Der Biobauer hat sich bewusst gegen Silofutter zum Mästen entschieden. Es geht um die Futterqualität, nicht um die Masse. Hallo Alex, und klappt's? Alles okay? Hallo Wolf. Ja, ja, soweit alles okay. Das Wetter passt ja. Ja, Wahnsinn.
Du, aber ich könnte mal einen Rat von dir gebrauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das trocken genug ist. Also ein bisschen knistern tut schon, aber... Es hat noch zu viel Grüne drin, also mir gefällt es noch nicht. Wenn man feuchtes Heu in die Scheune einfährt, dann fängt es an heiß zu werden, zu gären, oder ja, und kann sich entzünden. Und das will man natürlich nicht und natürlich schon gar nicht, dass der ganze Hof runterbrennt. Nach erfolgreicher Ernte lagert frisches Heu in der Scheune. Ausreichend Nahrung für die Tiere im Winter. Und auch das ist Glück für den Bauern. Die Kühe bekommen Nachwuchs. Die Kanna, die ganz rechte Kuh, die ist ziemlich sicher trächtig. Die war jetzt den ganzen Sommer mit den Bullen auf der Wiese, auf der Weide. Die Hilde ist vielleicht auch trächtig. Die waren im Frühjahr noch zusammen. Da waren wir uns nicht sicher, ob der Andras schon Lust auf seine Kolleginnen hat. Sicher nicht trächtig ist die Holle. Die war noch zu jung. Die haben wir jetzt die ganze Zeit zusammen mit der Hilde separiert gehabt und die hat den Andras auch nicht rangelassen. Das habe ich gesehen. Ursprünglich war geplant, dass die Hilde in den Topf kommt. Hab's noch mal verschoben, die Entscheidung. Natürlich tun mir die Tiere dann auch leid, aber es ist eine Konsequenz. Wenn ich Fleisch esse und eine Landwirtschaft habe, dann muss ich auch schlachten. Und das auch meine Tiere, nicht die vom Nachbarn nur. Die Bäuerin vom Nachbarhof züchtet seit Jahrzehnten Rinder. Ihr erfahrener Blick auf die Herde bringt schlechte Nachrichten. Der Bulle hat auch die jüngste Kuh gedeckt. Also, wir kriegen 3 Kälber. So kann es gehen. Also ich mache mir gerade schon auch Sorgen um die Holle, weil die einfach meines Erachtens zu früh gedeckt wurde. Sie ist schon eigentlich eine sehr kleine Kuh. Vielleicht kommt das Kalb. Elvira ist 38 und wollte immer Lehrerin werden. Jetzt arbeitet sie weiterhin an der Dorfschule. Der Hof trägt sich finanziell nicht von allein. Eigene Kinder sind nicht geplant. Now we do some theater here. Some girls are Emma and we need Sam. Okay, Dennis, Denise. Die Kinder in der Schule bedeuten mir sehr viel. Ich selbst habe mich gegen Kinder entschieden. Oder was heißt gegen, ist ja immer gleich so ein negatives Wort. Ich habe mich für ein kinderloses Leben entschieden. Also wenn ich Kinder haben wollte, würde ich, denke ich, ein Kind adoptieren. Alex war auch von vornherein der Meinung, dass die Welt nicht enkeltauglich ist. €240.000 hat der Hof gekostet. Alex hatte Geld gespart, aber erst Elviras Eltern und ein Bankkredit machten den Kauf möglich. Ja, so ist gut. Bist du es wie weit? Bisschen stärker, wenn es geht. Stärker werfen? Ja. Hier soll eine Blumenwiese wachsen. Für Bienen, die immer weniger Nahrung finden. 4000 Quadratmeter Acker, biologisch sinnvoll genutzt. Nicht jede Fläche muss profitabel bewirtschaftet sein. Also so eine Landwirtschaft wie die unsere gibt es eigentlich gar nicht mehr. Beziehungsweise die Bauern hier sind alle im Nebenerwerb Landwirt. Also die haben alle einen festen Job und gehen dann nach Feierabend halt in den Stall auf die Wiese. Ja, ohne dass Elvira arbeiten gehen würde, würde das hier nicht funktionieren. Es gibt noch einen Teilkredit, den wir abbezahlen müssen für den Hof, den wir gekauft haben. Wir können aber viel von den Lebensmitteln, den eigenen Lebensmitteln, leben. Selbstversorgung ist das Ziel. Elvira ist seit 15 Jahren Vegetarierin. Für den Anbau der heimischen Gemüsearten im Gewächshaus und auf den Feldern ist sie alleine zuständig. Dieser ganze Konsumterror, mit dem man immer mehr konfrontiert wird, braucht man gar nicht. Und ich fühle mich viel freier, seitdem ich mich entschieden habe, ich kaufe einfach nichts mehr. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast, sondern was du machst, das ist wichtig. Musik.
Also ist dann immer so die Frage, was wächst da? Ist der Kohl, den ich eingesät habe, oder ist es Unkraut? Also Beikraut, Unkraut gibt es ja nicht, es gibt ja nur Unmenschen. Gelernt werden. Also zu so einem Bauernhof gehören einfach auch Kühe. Ja, die Kuh frisst und scheißt und gibt Milch und das, was aus ihr rauskommt, ist nachher wieder der Dünger für die Weide. Die Weide wird abgefressen und es ist einfach ein toller Kreislauf. Und ich bin zumindest so weit, dass ich mal bei einem Metzger dabei sein will, wenn eine Kuh geschlachtet wird. Ob das unsere eigene ist, das bin ich mir noch nicht so sicher. Konsequent wäre es natürlich, aber vielleicht muss ich mal langsam anfangen. Zu einem Biobauernhof gehört im Hühnerstall ein Hahn. Und der macht gerade Ärger. Machen wir Spirenzchen, oder? Also momentan ist es wirklich so schlimm, dass wenn ich nur so 5 Meter an ihm vorbeilaufe, dass er dann schon angerannt kommt und mich angreift. Und ein Biobauer sagte mir, ich muss ihn einfach irgendwann mal am Hals packen und vor mir hängen lassen, bis er ziemlich schlaff wird. Also ich werde ihn nicht würgen, aber der wird dann ganz ruhig. Dann setze ich ihn hin und ab dem Moment sind wir beide wieder die besten Freunde. Ah, ja, wusste ich's doch. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Und? Ja. Ha? Gut. Ja? Ah. Ja, der Arme. Mach's auch nicht gern. So, guck mal wieder nach deinen Hühnchen. Elvira ist 38 und wollte immer Lehrerin werden. Jetzt arbeitet sie weiterhin an der Dorfschule. Der Hof trägt sich finanziell nicht von allein. Eigene Kinder sind nicht geplant. Alright. Now we do some theater here. Some girls are Emma. And we need Sam. Okay. Dennis. Denise. Die Kinder in der Schule bedeuten mir sehr viel. Ich selbst habe mich gegen Kinder entschieden. Oder was heißt gegen, ist ja immer gleich so ein negatives Wort. Ich habe mich für ein kinderloses Leben entschieden. Also wenn ich Kinder haben wollte, würde ich, denke ich, ein Kind adoptieren. Alex war auch von vornherein der Meinung, dass die Welt nicht enkeltauglich ist. €240.000 hat der Hof gekostet. Alex hatte Geld gespart. Aber erst Elviras Eltern und ein Bankkredit machten den Kauf möglich. Ja, so ist gut.